Seid äußerst vorsichtig, wenn ihr jemals den Tofu-Kuso sehen solltet. Der Tofu-Kuso schaut aus wie ein kleiner Junge, der mit einem traditionellen Kimono gekleidet ist. Sein Kopf, der mit einem Bambushut bedeckt ist, ist für seine Statur übermäßig groß und an seinen Händen und Füßen ragen lange Krallen heraus. In einigen Darstellungen dieses japanischen Fabelwesens wird er oft mit einer langen herausgestreckten Zunge als auch einem riesigen Auge inmitten seines Gesichtes gezeigt. Doch für gewöhnlich besitzt er zwei Augen. Ungewöhnlich ist aber, dass dieses Wesen immer ein Stück Tofu auf einem Teller oder ähnlichem bei sich trägt. Normalerweise ist der Tofu-Kuso ein sehr schüchterner und eher harmloser Yokai, der für uns Menschen ungefährlich ist. Er dient anderen, mächtigen und höherrangigen Kreaturen, die ihn oftmals aufgrund seiner Schwäche ärgern. An regnerischen Tagen soll der Tofu-Kuso Menschen, die seinen Weg kreuzen, bis nach Hause verfolgen, nur um ihnen dann seinen Tofu anzubieten. Wenn du Glück hast, wird der Tofu nach nichts schmecken. Doch sollte der Tofu während des Essens zu schimmeln anfangen, so wird dein ganzer Körper von innen heraus mit dem Schimmelpilz bedeckt werden und in kürzester Zeit wirst du daran sterben.